Ja, moin Leute, der Krische wieder hier. Heute mal wieder eine kleine Poker-Oker-Hand und zwar hier ja, eine ganz lustige Hand. Ich greife mal hier mal kurz in ein Live-Spiel rein. Ich habe hier Asse. Spielen wir mal live mit. Ich habe die Asse nur gelimmt, krieg hier ein Raise und ein All-In und ich hab's einfach und vielleicht kriege ich ja wieder ein Suck-Out mit Assen und wir schauen mal, was passiert. Ass Ass gegen Bube Bube und das Ass ist da. Das Vollhaus ist da und das nochmalige Vollhaus ist da. Ja, ich hab mal verdoppelt. Sehr einfaches Spiel. Gut, ich wurde mal hier zu der 7-7 Hand. Und zwar habe ich hier 7-7. Ich habe 50, knapp 50-fachen Big Blind. Er hat hier 15, er ist relativ deep. Ich krieg hier einen Raise. Ich call das nur in Position auf Set Value, wenn die dritte 7 kommt, es ist meins. Vier Spieler, Bube 10 7, nicht Traum, aber schon decent. Bube Bube und 10 10 grillt mich sofort. 9 8 straight, aber viele Hände wie Dame Bube, König Bube, Ass Ass Bube, König Dame dominiere ich ja total. Und er donkt hier rein. Er hat ursprünglich geraced. Er raced hier. Er foldet und ja, ich will hier isolieren. Ich will eigentlich nur ihn hier haben. Das reicht mir. Nicht gierig sein. Der Pot reicht mir, habe ich mir gedacht. Er called. Wir sind zu dritt. Ich habe fast 90% Equity. 90%. Kommt ein König, liegt bei 73%. Weg. Ja, und dann frage ich mich, ja, wie schlecht. Und verliere halt den Stack von 60.000er Pot. Mit dem Pot wäre ich auf Platz 5 sofort. Naja, jedenfalls kann ich dann gleich nur kurz hier zeigen. Krieg keine Hände die ganze Zeit. Und hab jetzt hier knapp über sechsfachen Big Blind. Stell rein. Krieg einen Call. 4-4. Kann er nicht 2-2 haben? Er hat eine besser als ich. 4-4. Hab er nicht mal ein Kreuz. Das ist nicht mal annähernd. Puff. Ja, das war's mit dem Spiel. Ich sag, wie immer, danke fürs Zuschauen und dann ciao, Kakao.